Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich die Präzession. Es ist eine andere Berechnung, ist auch ein anderes Ergebnis. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Beanira, ich grüße dich. Das ist dein Geburtshoroskop-Analyse Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten die 12 Häuser, wobei ich das eher als Lebensbereiche bezeichne. Ich finde, das ist etwas passender. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Das ist dein Lagna oder Aszendent. Du bist ein Kind davon. Ich setze die Schütze hier zum ersten Lebensbereich. Das ist dein Aszendent. Und das bedeutet, das war die erste kosmische Energie, der dich begrüßt hat im Erdenleben. Und es ist wie ein Kostüm, du bekommst das als Geschenk und diese Energie begleitet dich von Geburt bis zu deinem Lebensende. Das beeinflusst dein Aussehen, beeinflusst dein Auftreten, beeinflusst deine Persönlichkeit und so bist du auch wahrgenommen. Schütze ist Feuerelement, zeigt Bewegung, Begeisterung, dich kann man von vielen Dingen auch begeistern und setzt du auch schnell in Bewegung, bist auch beweglich, hast sogar einen Bezug zum Sport und Bewegung. Schütze symbolisiert auch große und weite. Auch Reisen steht auch mit Ausland in Verbindung. Das kann auch bedeuten, du liebst Reisen und Ausland. Aber es ist nicht nur das, sondern auch die innere Reise, die Verbindung zum Göttlichen. Und da kommen auch religiösen, spirituellen Themen dazu. Über die Tierkreiszeichen Schütze herrscht Jupiter. Das schenkt dir optimistisch. Eine optimistische Haltung und bedeutet auch wie eine Art Aufstehmensch, weil Jupiter steht immer an deiner Seite. Du hast immer eine Lösung auf die Probleme. Die einzige Nachteil ist, wenn Jupiter versucht etwas zu vergrößern oder übertreiben oder gibt manchmal das Gefühl, oh, da muss noch was Besseres sein und dann ist man ständig auf dieser ewigen Suche. Aber hier gibt es auch eine Lösung und genau das zeigt auch die Schütze und das ist dieser Pfeil. Und das richtet sich in eine Richtung und das ist das Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Spirituell bedeutet das, hier sind unsere Wünsche. Und wenn du so lebst, dass deine Wünsche, deine Ziele entspricht, dann hast du schon die Orientierung und dann kommt die Feuerelement dazu, die Begeisterung. Im zweiten Lebensbereich sind die Werte, Selbstwertgefühl oder Wertschätzung oder etwas im Besitz nehmen, was für uns wertvoll ist. Und das ist nicht nur die materiellen Dinge, sondern eine wertvolle Freundschaft oder eine wertvolle Liebe. Alles, was wir wertschätzen. Aber es ist wichtig, auch diese Wertschätzung verlangen von anderen.
Außerdem die Finanzen. Hier sind auch die Geldscheine. Und das hängt energetisch auch zusammen. Wenn jemand sagt, zum Beispiel, ich bin es nicht wert oder ich habe das gar nicht verdient, dann kann ich sagen, dann hat es auch nicht verdient. Und die Menschen, die anderen Einstellung haben zum Werten und sagen, ich bin es wert, ich habe das verdient, ich habe das schon im Besitz, die haben immer mehr Geld, ganz logisch. Außerdem auf die Gefühle auch achten, weil das beeinflusst auch die Finanzen. Wenn jemand ständig Verlustangst hat, was passiert dann? Geht was verloren, manchmal Geld geht verloren. Oder wenn jemand Schuldgefühl hat, was löst es auch? Schulden löst es aus. Hier hast du Steinbock. Steinbock wirkt in ersten Lebenshälfte streng. Kann auch sein, dass in deiner Kindheit und Jugend war das eingeschränkt. Und deine Eltern haben da Grenzen gesetzt und du hast nicht immer alles bekommen, was du wolltest. Im zweiten Lebensbereich wirkt Steinbock unterstützend. Außerdem, Steinbock ist Erdeelement und Erde hat einen Bezug zur Materie und zum Geld. Und hier ist sehr wichtig, dass du davon eine Vorstellung hast, wie viel möchtest du in Besitz nehmen. Und wenn du diese Vorstellung hast, dann sollst du auch das als Ziel setzen und dadurch verbessert sich die Finanzen, weil dann konzentrierst auf die Wesentlichen und hier wäre das das Geld, die Finanzen. Und so kommt das in Form und so bekommt das alles eine Struktur und dann bist du auch sehr vernünftig. Erdeelement bedeutet auch Vernunft. Dritter Lebensbereich hier ist die Erinnerungen an die Schulzeit. Wie hast du das erlebt? Hat das Spaß gemacht? Hast du das schnell verstanden? Waren Einschränkungen da? Wie bist du klargekommen mit deinen Geschwistern oder anderen Kindern in die Schule? Was du akzeptierst? Oder haben sie dich auf die Seite geschoben? Weil diese Erinnerungen bleiben. Und diese Erinnerungen ziehen sich wie rote Faden durch unser Leben. Und wenn wir das damals nicht gelernt haben, das Leben zeigt das nochmal. In die Schule des Lebens haben wir wieder diese Prüfungen, da müssen wir behaupten, auch bei den Verwandten, auch bei Konkurrenten, auch in Arbeit, weil wir lernen hier etwas, uns zu behaupten. Außerdem steht dieser Lebensbereich von Austausch von Informationen und auch Medien. Hier hast du Wassermann. Die Wassermann ist der Zeitvorausdenkende. Das heißt, in dem Moment, was in der Schule dir was erklärt wurde, du hast das sofort verstanden, aber du warst schon im Gedanken woanders, weiter, viel, viel weiter wie die anderen. Das ist natürlich deine Intelligenz, aber das wird oft dann missverstanden, weil der Lehrer, was hat er gesagt, wo bist du wieder in deinen Gedanken, du passt doch gar nicht auf. Obwohl, dich hat das langweilt, wenn andere so langsam waren und du hast schon alles im Griff gehabt und hast verstanden und deine Gedanken waren schon viel weiter. Und dann kamen auch die neuen Ideen dazu und überleg mal, wie hast du das erlebt? War das unterstützt und hast du Lob bekommen, wie toll das ist, dass du tolle Gedanken hast oder Ideen hast? Oder war das so dargestellt, du passt doch gar nicht auf und bist im Gedanken woanders? Das kann natürlich zu diesen Missverständnissen führen, aber auf jeden Fall Ideenreichtum und deine Intelligenz, auf jeden Fall. Jetzt sind wir im tiefsten Punkt des Horoskopes, wenn ich die runde Format betrachte und ich vergleiche das immer mit einem Baum und hier ist die Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir uns verwurzelt, verankert
Und wir brauchen das auch, weil das gibt Halt in unserem Leben. Das ist die Basis, das ist die Fundament. Das steht in Verbindung zu unserem Ahnen, unserem Vorfahren, unseren Traditionen, unserem Herkunft und unserem Zuhause. Und auch die Immobilien, Inneneinrichtung, diese Thematik ist auch hier in diesem Lebensbereich. Und hier hast du die Fischen. Ja, das ist Wasser. Wie sollte man im Wasser Halt bekommen? Gar nicht einfach. Es geht nur über Gefühle, nur über Gefühle. Wasser steht auch in Verbindung zum Gefühlen. Dieses Sternbild besteht aus zwei Fischen, auch astronomisch. Das ist die südlichen Fisch und die nördlichen Fisch. Alperg ist das Stern, der die beiden Fischen miteinander verbindet, wie ein Nabelschnur. Ja, die schwimmen im Wasser, die schwimmen im Ozean, die gefühlen. Die Richtung ist aber unterschiedlich. Der eine Fisch schwimmt in eine Richtung und das ist die ständige Angst und den Zweifel, die Unsicherheit, zweifelt an allem, zweifelt an sich selbst. Und dann entsteht selbst Mitleid, also leidet. Und dann bekommt immer wieder mal Aufmerksamkeit von anderen. Und ich neige sogar dazu, das zum Behaupten, es gibt einige fischbetonte Menschen, die das auch genießen. Endlich jemand hört zu. Und dann wird dann aber erzählt, diese ganze Leidensgeschichte. Und dann bekommt man Aufmerksamkeit, bisschen Streicheleinheiten und dann in dem Moment tut das gut. Aber damit löst sich das Problem nicht. Weil diesen Gefühlen, und die gehören zu negativen Gefühlen, wie Angst, Zweifel, Unsicherheit, all das, das blockiert. Das blockiert und geht nichts voran. Finanziell nichts, beruflich nichts, in die Liebe, Partnerschaft nichts, weil ist man blockiert. Dann bewegt sich man in Sumpfgebiet, weil das führt zu Depressionen, führt zum Alkohol oder Drogen, all diese Zustand. Und dann sage ich eins, das ist schon Endstation. Und wenn da man nicht aufwacht, dann ist vorbei. Also lieber schütteln, also wach schütteln und sagen, so geht das nicht weiter, jetzt dreh dich um 180 Grad und bewegt dich in eine andere Richtung. Und dann passiert Wunder. Weil hier ist, in diesem zweiten Fisch, ist die Reichtum verborgen. Auch die finanzielle Reichtum. Statistisch gesehen, und es wurde bewiesen, die meisten Bankiers sind in Tierkreiszeichen Fischen geboren. Und wortwörtlich schwimmen sie im Geld, weil sie leben ihrem Traum, weil sie das vorstellen können, weil das entspricht diesen Bildern, ihren Vorstellungen. Und die glauben das und die vertrauen, dass sie zweifeln überhaupt nichts dran, dass das Geld immer wieder auf die zu schwimmt. Und ich kann eins sagen, die haben diese Energie, diese Vorstellungskraft, die haben das auch verdient. Ich habe nichts dagegen. Sie sollen auch reich leben, weil das ist die Lob. Ich sehe das so, ich sehe das so. Das ist wirklich die Lob, weil sie leben ihrem Traum. Diese Möglichkeit hat jede, diese Möglichkeit hat jede. Eine Vorstellung zum Haben von dem idealen Zustand, eine Vision und die ganze Aufmerksamkeit in diesem Bild lenken. Und das manifestiert sich, vorausgesetzt ist, man glaubt daran. Man vertraut das, das ist Urvertrauen. Und dann aber loslassen und nicht ständig zweifeln oder überprüfen. Zweifeln wird sowieso dann alles zu, dann passiert eh nichts.
sondern Vertrauen, das Fluss des Lebens. Wenn du das beherzigen kannst, gibt dir die Basis, die Fundament in dein Leben. Und das ist die Quelle, das ist deine Intuition auch gleichzeitig. Die fünften Lebensbereich sind die Kinder. Und das heißt unsere eigenen Kinder, auch die Enkelkinder, die Bezug zum Kinder, aber auch die Erinnerungen an unsere eigenen Kindheit. Und das zieht sich auch wie rote Faden in unserem Leben. Und da sind solche Erinnerungen und solchen. Es gibt schöne Bilder, es gibt weniger schöne Bilder. Es ist aber Vergangenheit. Und die Vergangenheit kehrt nie wieder zurück. Wir leben die Gegenwart. Wenn die Erinnerungen kommen, es ist nur ein Gedanke, aber wir verbinden das mit Gefühlen. Die schönen Erinnerungen, die schönen Bilder sollen wir pflegen, bewahren, behüten. Es sind wahre Schätze. Und all das, was mit Tränen verbunden sind, nicht aufhalten, nicht zu viel nachdenken, weil das macht uns traurig. Stattdessen uns innerlich stärken. Immer wieder sagen, oh, das hast du richtig gut gemacht, du bist so toll, ich bin so stolz auf dich. Solchen Sätzen stärken uns. Hier in diesem Lebensbereich ist auch die Lebensbühne, das Leben vorstellen wie ein Theater. Was passiert da in diesem Theater? Wir wählen diesen Platz aus, wir dekorieren das, wir wählen die Kostüme aus, wir wählen die Schauspieler aus, wir schreiben die Drehbuch, wir führen die Regie und wir spielen die Hauptrolle. Diese Erkenntnis ist hier sehr wichtig und dann spielerisch betrachten viele Dinge im Leben. Und so kommen wir zum Lebensfreude. Und hier hast du Widder. Widder ist kämpferisch. Und wenn ich das verbinde mit deiner Kindheit, kann natürlich bedeuten, dass du dich immer wieder behaupten musstest, immer durchboxen musstest in dieser Zeit. Und jetzt im Erwachsenenalter hilft dir die Widder-Energie mal etwas Neues auszuprobieren. Das, was dich begeistert. Im sechsten Lebensbereich ist der Alltag, die Pflichten, die Arbeit und auch die Gesundheit. Und das hängt auch zusammen, weil wir können arbeiten nur dann, wenn wir gesund sind. Hier hast du Stier. Die Stier liebt die Ruhe und die Gemütlichkeit und die Stier liebt das Leben zu genießen. Und das brauchst du im Alltag, in Arbeit. Und wenn das alles zu stressig ist oder hektisch oder jemand macht Druck oder musst du schnell machen, dann kommst du aus der Ruhe. Du brauchst aber die Ruhe und immer wieder die Zeit nehmen, mal ein bisschen zurückziehen, zur Ruhe kommen und da hast du wieder Kraft, im Ruhe liegt die Kraft. Stier steht in Verbindung auch zum Besitz und Finanzen, das ist für dich auch sehr wichtig. Das gibt dir auch ein gutes Gefühl im Alltag, wäre beruflich auch möglich in diesem Bereich zum Arbeiten, was mit Immobilien was zu tun hat oder im Finanzwesen. Aber auch Kunstkreativität passt auch sehr gut zum Stier, weil über den Tierkreiszeichen Stier herrscht Venus und das ist der Planet der Kunst und Kreativität und Schönheit und Ästhetik. Aber mit Stier kann auch Gartenarbeit sein, das schön kreativ gestaltet oder Inneneinrichtung. Stier hat auch einen Bezug zum Immobilien. Und das wäre auch ein Bereich, wo du dich beruflich entfalten kannst, aber du genießt es. Das ist für dich wichtig, die Ruhe bewahren, das Genießen in Arbeit, was Kreatives tun, wo dein Geschmack zeigen kannst, dein guter Geschmack. Und in all diesen Bereichen
dieser beruflichen Wege wäre gut für dich. Und auch Selbstständigkeit, weil Venus steht in Verbindung auch zur Selbstständigkeit. Jetzt schauen wir nochmal an den ersten Lebensbereich, den Aszendent, das ist Schütze. Und das heißt, in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Im selben Moment ist die Tierkreiszeichen Zwillinge in Westhorizont untergegangen wie ein Sonnenuntergang. Aber im Geburtsmoment stehen hier noch gegenüber. Da ist ein Blick geradeaus und das spiegelt etwas und dieses Spiegelbild zeigt hier dein Seelenpartner und das im Zwillingen. Und die Zeichen Zwillinge öffnet dir den Tor zum Liebepartnerschaft. Und dazu möchte ich diese ganze Geschichte beschreiben, weil dann kommst näher und verstehst, mit welchem Energie kannst du die Liebepartnerschaft verbessern. Es gab eine Königin Leda. Sie war eine schöne Frau und Zeus, der Himmelsgott, liebte schöne Frauen und verführte Leda. Leda war aber verheiratet mit dem König von Sparta. Und Leda wurde schwanger auch von Zeus, auch von ihrem Ehemann, von dem König und gebar den Zwillingen Kastor und Pollux. Kastor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich, und Pollux war der Sohn von Zeus, von Himmelsgott, also göttlich und unsterblich. Und dann kam der Zeit, wo Kastor sterben musste und Pollux ging zu seinem Vater und sagte, ja, mein Halbbruder muss sterben, ich kann das nicht zuschauen, ich will auch sterben, bis jetzt waren wir auch immer zusammen und ich möchte bei ihm bleiben, dann sterbe ich lieber, aber ich will nicht alleine ohne ihn. Und Zeus hat gesagt, nein, du brauchst nicht sterben. Er braucht auch nicht sterben. Weißt du was? Ich mache euch beide unsterblich. Und Zeus hat die Zwillinge unsterblich gemacht und im Himmel gesetzt. Und seitdem leuchten in diese Zeichen als Hauptsternen Pollux und Kastor. Und diese Geschichte ist für uns eine Botschaft. Und das heißt, wir haben eine Seele. Und diese Seele ist in unserem Inneren. Und das ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung. Also göttlich und unsterblich. Und das zeigt Pollux. Und wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper, verlässt Materie, verlässt die Erde und kehrt zum Gott zurück. Und ich kann das sinngemäß nur so vorstellen oder erklären, dass Gott dann fragt uns, ja, wie war da auf die Erde, erzähl mir. Und die Seele erzählt und das ganze Leben spielt sich wieder ab wie ein Film. Und Ende dieses Filmes fragt Gott dann wieder, ich kann das nur so vorstellen, ja, wie fühlst du dich jetzt? Geht's dir gut? Und die Seele sagt, ja, mir geht's gut, ja, das hat's gelohnt, auf die Erde zu sein. Ich habe eine Lernaufgabe gemacht, ich habe gelebt, ich war glücklich, ich fühle mich so frei. Oh, mir geht's so gut. Dann kannst du sicher sein, dass die Seele hat sich von Karma gelöst. Dann geht weiter in anderen Dimensionen. Und wenn die Seele aber sagt, boah, ich habe das alles so angeschaut und ich muss mir feststellen, ich habe eigentlich gar nicht gelebt. Ich habe so viel falsch gemacht, das gibt doch nichts. Und Gott sagt, naja gut, wenn du so siehst, dann geh zurück und mach's besser.
Und die Seele sucht dann ein neues Lebensweg aus, wählt ein Schicksal. Die Seele wählt das aus, das, was die Seele auch braucht. Und dieses Schicksal hat einen Anfang und hat ein Ende. Und das beschreibt unserem Erdenleben. Und in diesem Weg befinden wir uns. Das ist das goldene Weg, was die Seele ausgesucht hat. Und das ist die Teil, was Castor symbolisiert. Aber die Verbindung ist da. Und das sollen wir auch pflegen, unserer Seele, in unserem Inneren. Und hier, wenn das hier öffnet sich die Partnerschaft, dann ist das für mich ein Hinweis, dass du findest deinen Seelenpartner. Weil die eine Seele verbindet sich auch mit anderen Seelen. Das heißt nicht, dass wir mit allen Seelen verbunden sind, das ist Quatsch. Aber es gibt Menschen, wo wir wirklich seelisch verbunden sind, weil wir kennen die von früheren Leben. Oder dass das so tiefe, vertraute Liebe, Verbindung, dass das die ganze Herz und Seele berührt, ist auch eine seelische Verbindung da. Der nächste Lebensbereich ist hier der Tod. Hat auch mit Tod und mit Todesfall natürlich auch was zu tun und aktiviert auch Themen wie Erbschaft. Aber kommen noch andere Themen dazu und dieser Tod ist die Notwendigkeit, dass etwas absterben muss in unserem Leben, damit etwas Neues entstehen kann. Das ist die Wandlung und das sind Pluto-Themen. Dazu gehört natürlich auch Sexualität, weil das ist Plutos Bereich und kommt noch Themen noch dazu, die Finanzen. Die Finanzen, die Investitionen, auch die Verbindung zum Ämtern, was mit Geld was zu tun hat, wie Finanzamt oder Versicherungen oder Börsen, Investitionen oder Banken. Hier hast du Krebs. Und Krebs zeigt ein Zuhause. Natürlich kann das ein Hinweis sein, dass du dich investierst und handelst mit Immobilien. Aber bedeutet auch die Rückzug. Immer wieder dieser Rückzug, damit du diese Kraft verspürst und einige Dinge in dein Leben loslassen kannst. Und dieser innere Zuhause ist wie ein inneren Tempel. Und das ist Rückzug, Meditation, dann stehst in Verbindung zu deiner Seele. Der neunte Lebensbereich ist die Reise, die große Reise, steht mit Schütze in Verbindung, so ähnlich wirkt, so wie die Schütze auch, wie dein Aszendent. Und diese große, weite Reise kann Ausland, Auslandsverbindung sein oder eine innere Reise, die Spiritualität und Glaube. Woran glaubst du? Glaubst du an dir selbst? Glaubst du an Vorhaben? Glaubst du an deine Liebe? Glaubst an Gott? Hier ist auch das Glaubenmuster und hier hast du Löwe. Und das zeigt dein Selbstbewusstsein. Dein Selbstwertgefühl, deine Selbstdarstellung, das ist der Weg, das ist die große Reise, die Selbstfindung. Der zehnte Lebensbereich ist eigentlich die Krone des Baumes, das Höchste, was man erreichen kann. Und das sind unsere Ziele. Wie erreichst du deine Ziele? Hast du überhaupt Ziele? Oder wo liegt deine Berufung? Wie lebst du? Wo bekommst du Status, Anerkennung, Ansehen? Was bringst du in die Öffentlichkeit? Wie stehst du eigentlich zur Öffentlichkeit? Hier hast du Jungfrau. Jungfrau ist eher bescheiden und Jungfrau will gar nicht in die Öffentlichkeit oder in den Mittelpunkt. Jungfrau ist eher beobachtet, aber mit kritischem Auge, aber sehr klug. Und Jungfrau kann auch da unterscheiden, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig und untersucht alles und kann trennen Spreu von Weizen. Und hier einen beruflichen Weg zu gehen, wo
wo diese Bescheidenheit und diese Klugheit ist, das wäre für dich sehr, sehr passend. Etwas untersuchen, forschen an etwas. Aber Jungfrau bedeutet auch Reinheit. Diese reine, saubere Energie und auch die Heilenergie. Also das wäre ein heilerischer Beruf auch passend. Im 11. Lebensbereich sind die Wünsche und Hoffnungen und Freundschaften. Und wir sollen auch mit unseren Wünschen Freundschaft schließen. Außerdem hier sind auch Gruppen. Gruppen von Menschen, die gleichgesinnt sind, wie eine Partei oder ein Verein. Und hier hast du Waage. Die Waage ist die Schönheit und Harmonie. Und das, was du suchst in Bekanntschaften, Freundschaften, auch diese Harmonie. Aber bei Waage ist die Neigung dazu, alle recht zu machen, sich beliebt zu machen. Und das ist nicht immer gut, weil das wird auch ausgenutzt. Und dann brauchst du die Gleichgewicht, das Vergleichen. Geben und Nehmen muss irgendwo im Gleichgewicht bleiben, sonst fühlst du dich ausgenutzt und verletzt. Die Wünsche sind Waage-Themen, Harmonie, Schönheit, Frieden, Kreativität, aber auch Liebe, Partnerschaft steht auch in Verbindung zum Waage und auch Gerechtigkeit. Du hast Gerechtigkeitssinn. 12. Lebensbereich sind die tiefen Geheimnisse des Lebens und auch die Ursache nach etwas, wie zum Beispiel Ursache der Erkrankungen. Hier hast du Skorpion. In diesem Lebensbereich sind auch die geheimen Feinde. Bei Skorpion handelt es sich um Wasserelement, also um Gefühlen. Und hier ist auch eine Reise, man geht in die Tiefe. Und hier ist eine Wandlung, hier begegnen wir uns mit dem Kundalini-Energie. Und das ist Schlangenenergie und davon haben wir zwei. Das ist immer zwei Schlangen. Die eine Schlange zieht die Energie, fällt nach unten und blockiert. Das sind die negativen Gefühle wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, Aggression. Und die positiven Gefühle, das ist die zweite Schlangenenergie, was alles nach oben treibt und steigt alles nach oben wie Phönix aus der Asche. Und das sind die positiven Gefühle wie Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Zärtlichkeit, Fürsorglichkeit und Liebe. Das ist die stärkste Energie und ist göttlich und schöpferisch. Sonne befindet sich in Fischen. Also das gibt dir die Basis, die Fundament. Die Fischen habe ich beschrieben, was diesem Sternbild vermittelt. Und hier findest du auch dein Selbst wieder. Achte auf die Richtung. Welche Richtung sind deine Gefühle? Entdecke diese Brunnen und lebe deine Träume. Glaube daran. Mond befindet sich in Skorpion, damit du ein gutes Gefühl hast. Brauchst du immer wieder den Rückzug, weil das gibt dir die inneren Kraft. Dann findest du die Ruhe, dann findest du deine Ruhe und achte auf dem Skorpion-Energie, dass du deinen Gefühlen immer wieder transformieren kannst, aber das erst dann, wenn du zur Ruhe, wenn du zurückziehst, wenn du zurückziehst und zum Ruhe kommst, dann achte drauf, dass du immer in die positiven Gefühlen bleibst. Mond steht auch in Verbindung zum Mutter. Hier hast du Mutterthemen. Und was wichtig ist hier, das sind die Geheimnisse, die tiefe Geheimnisse. Und du hast diese Intuition, die tiefe Geheimnisse des Lebens zu verspüren. Diese Wissen, diese Intuition, das auf jeden Fall deine Schätze. Aber hier steht die Mondenergie im Schattenseite. Warum? Weil dein Aszendent ist Schütze. Das heißt, in diesem Augenblick, wo du geboren bist, ist die Schütze in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang.
Etwa halbe Stunde früher war das aber noch die Skorpion mit Mond. Und in dem Moment, wo die Mond in Skorpion in Osthorizont aufgestiegen ist, du warst aber noch im Mutterleib, du bist noch gar nicht geboren, Mond steht aber ganz nah zu dir. Du hast eine ganz innige Verbindung. Das heißt, Mond ist in die Nähe von deinem Aszendent und das ist dein Geburtsmoment. Aber wo sich Mond sich sichtbar macht, du warst aber noch im Mutterleib. Und diese Mondenergie fühlt sich auch so an. Das ist alles wie im Verborgenen und wartet darauf, geboren zu werden. Es sind Mutterthemen, aber symbolisiert auch deinen Gefühlen. Es ist für dich gar nicht einfach, jemand zu vertrauen oder Gefühlen offen zu zeigen. Das ist auch Angst, Angst verletzt zu werden. Und das hat deine Mama übertragen, weil im 12. Das ist jetzt kein, ich will niemanden beschuldigen damit, also das will ich nicht sagen, sondern erklären, woher kommt das überhaupt. Die 12. Lebensbereich zeigt die Schwangerschaft von deiner Mama. Wie ist diese Schwangerschaft verlaufen? Und ihre Gefühle, wenn etwas Gravierendes passierte, wie zum Beispiel, dass er plötzlich Angst bekommen hat, oder kam Gewalt oder was Erfreuliches, das kann auch was Erfreuliches sein, also muss nicht immer Negatives sein. Oder wenn sie etwas in Schwangerschaft aus der Ruhe gebracht hat oder war besorgt, dass alles gut gelaufen wird und ohne Komplikationen. Diese Gefühle, das sind ihre Gefühle. Aber eine Mutter überträgt die Gefühle auf das Kind. Und wenn hier Mond ist, das hat mit Mütterlichkeit was zu tun, mit dieser ganzen Schwangerschaft was zu tun. Und während die Schwangerschaft war mal ein Moment, wo sie dann angefangen hat, daran zu zweifeln, ob alles gut geht oder war besorgt von etwas. Oder kam Krankheit, kann auch so etwas auslösen. Und dieses Gefühl der Mutter wurde an dir übertragen. Also das löst aus, dass hier so ein Mond oder wenn anderen Horoskopen vielleicht ein Planet hier im 12. Lebensbereich ist, das steht in Verbindung, das was das Kind, also du als Kind im Mutterleib erlebt hast. Du hast Gefühle von deiner Mama übernommen. Natürlich ist das sehr, sehr geheimnisvoll. Und wie ich schon sagte, das zeigt ein tiefe intuitives Wissen auf jeden Fall. Aber die Gefühle sind im Verborgenen und wartet darauf, geboren zu werden, weil diese Mondenergie fühlt sich wirklich so an, wenn das immer noch alles im Mutterleib wäre. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Mit dieser Kraft können wir uns auch durchsetzen im Leben oder uns wehren. Es ist eine männliche Energie, das haben wir Frauen auch, aber bedeutet auch der Mann und damit natürlich der Partner. Mars ist im Steinbock. Das heißt, du musst dich immer wieder behaupten, wenn das um Finanzen geht oder wenn das um deinen Werten geht, dass du das verlangst, dass du Wertschätzung bekommst. Und dieser Mann natürlich auch hat einen Bezug zur Materie oder deine Bedürfnisse, dass du möchtest in Liebe, Partnerschaft auch die Sicherheit, Stabilität, auch die finanzielle Sicherheit, Stabilität auch erleben. Und das sind deine Wünsche, dass dieser Mann dir das auch bieten kann. Kann auch natürlich ein Hinweis sein.
Aber bei Steinbock bedeutet auch die Ausdauer, die Kraft, und das hast du auch, deine Ziele zu erreichen, dass du nicht aufgibst. Das ist auch Steinbock-Energie. Und die Ernsthaftigkeit der Steinbock, das verlangst du auch von diesem Mann, und dass er diese Wertschätzung auch entgegenbringt. Merkur ist rückläufig in dein Horoskop, und das bedeutet auch die Erinnerungen, Kindheitserinnerungen oder karmischen Erinnerungen. Und das heißt, hast du sogar hier im fünften Lebensbereich, wo wirklich um die Kindheit geht. Und da ist wirklich wichtig aufräumen, aufarbeiten dieser Kindheitserinnerungen. Aber das ist nicht nur die Kindheitserinnerungen, sondern auch karmischen Erinnerungen. Jupiter ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun, und es kann auch karmischen Erinnerungen sein. Jupiter ist hier im Waage. Jupiter vertritt die göttlichen Gesetze. Eine davon ist Ursache und Wirkung. Und das heißt, alles, was wir in Ursache setzen, das kehrt auf uns zurück. Und hier bei Waage-Themen, was auch deinen Wünschen entspricht, handelt sich um Gerechtigkeit, aber auch um Partnerschaft. Dass du mit dem Partner nochmal begegnest, und den kennst du von früheren Leben. Und das wird jetzt ausgeglichen. Bekommst deine Rechte und kehrt wieder zurück in dein Leben. Und so gleicht sich das alles aus. Und Jupiter bringt dir auch dieses Glück. Venus ist eine weibliche Energie und zeigt uns als Frau. Und Venus ist die Planet auch die Liebe und Kunst, Kreativität. Das zeigt unserem Geschmack, unserem Kreativität, aber auch die Weiblichkeit, und das hast du hier im Wassermann. Wassermann zeigt, einzigartig zu sein, außergewöhnlich zu sein, und so sollst du als Frau fühlen. Alles andere als die Durchschnittsfrauen. Das magst du überhaupt nicht. Das, was die Wassermann nicht ertragen kann, wenn alles gleich ist. Wassermann will einzigartig sein. Ja, nicht so wie alle anderen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das verspürst du bei diesem Venus-Energie, du als Frau. Hier ist die Schulzeit. Jetzt denk mal zurück, wie warst du als Mädchen wahrgenommen? Ein pubertierender Mädchen. Hast du da wirklich Erfolg gehabt bei Jungs? Hat das dich gestärkt, dieses Bewusstsein, dass du toll bist, dass du gut ankommst bei Jungs? Oder haben sie ein bisschen gehänselt? Oder waren anderen Mädchen vielleicht mehr angekommen? Wie hast du dich als Frau, als junges Mädchen damals behaupten können? Weil diese Erinnerungen spielt hier auch eine Rolle. Und wenn andere dich auf die Seite geschoben haben und du warst gar nicht wahrgenommen und du hast das Gefühl, wenn du übersehen wurdest damals, dann wiederholt sich im Leben, in anderen Lebensumständen oder Situationen, wo du lernst, immerhin ist das die Schule des Lebens, dich als Frau zu behaupten. Oft kommen dann Konkurrenten oder Rivalen, und das ist dann wirklich dann auch die Prüfungen des Lebens. Und du brauchst die Wassermann-Energie dazu, anderes geht das gar nicht. Und das ist, wenn du dich als Frau einzigartig fühlst, außergewöhnlich, und versuch auch nicht so kleiden wie alle anderen oder so schminken wie alle anderen, weil das werft dich zurück. Du brauchst deinen eigenen Stil und dazu stehen und sagen, so bin ich bin halt anderes, aber das ist deine Stärke.
Saturn ist der Planet der Schicksal und hütet den Karma. Saturn wirkt in ersten Lebenshälfte streng, ganz streng. Und schränkt uns auch ein, haben wir Einschränkungen, aber auch dabei Lernaufgaben. Im zweiten Lebenshälfte unterstützt uns. Weil dann sorgt dafür, dass wir Stabilität, Struktur bekommen und auch Ansehen. Und Saturn hast du hier im Schütze. Das hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Und das heißt, in jungen Jahren, weil deine Persönlichkeit eingeschränkt, du dürftest nicht so sein, wie du sein wolltest. Und du hast keine Lösung gefunden, da ausbrechen oder keine Kraft, oder könntest dich nicht durchsetzen, oder warst du zu rebellisch, kann natürlich auch sein. Das war dann wieder die andere Richtung. Und hier im Erwachsenenalter, im zweiten Lebenshälfte, Saturn sorgt für dich, dass du deine Persönlichkeit findest und sagst, ich bin, hast du Autorität und auch Ansehen und Anerkennung. Und das sollst du auch verlangen. Uranus bringt immer Umbrüche und Veränderungen. Uranus heißt hier im Krebs. Das kann bedeuten, dass es immer wieder Veränderungen gibt in die Familie oder in Wohnsituation, im häuslichen Bereich. Kann auch bedeuten, dass die Finanzen, jetzt nicht die monatlichen Gehalt, das ist hier gar nicht gemeint, sondern in einer erbschaftlichen Lage oder irgendwelche Investitionen, dass es hier in plötzliche Veränderungen kommen kann. Das ist hier die Uranus-Energie. Neptun lässt unseren Träume leben, vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Und Neptun hast du hier im 11. Lebensbereich, wo du das lernst. Hier sind die Wünsche und Sehnsüchte. Und hier lernst du daran zum Glauben, dass endlich mal deine Träume leben kannst. Neptun ist auch rückläufig, hat mit Vergangenheit was zu tun. Das kann auch Erinnerungen an die früheren Leben sein. Pluto ist im Löwe. Pluto ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun und Pluto zeigt alles oder nichts. Konzentriere auf dem Wesentlichen. Und das kann ein Auslandreise sein oder Leben im Ausland oder Kontakte im Ausland oder die Spiritualität oder deinen Glauben. All das, was du glaubst, alles oder nichts. Entweder klappt das, was ich für das vorstelle, weil ich daran glaube, alles andere interessiert mich nicht. Das, was Pluto hier sagt, konzentriere auf dem Wesentlichen und keine Energie verschwenden auf anderen Dingen, auch keine Zeit, das ist uninteressant. Das zählt, woran du glaubst. Unser Planet Erde befindet sich im Jungfrau und hier manifestiert sich etwas. Und das ist deine Berufung, all das, was du als Ziel setzt oder dein Ansehen. Jetzt kommt noch Rahu und Ketu. Die beiden sind zusammen eine Drache, aber die sind getrennt. Der Kopf wurde abgeschnitten und wir kennen nur den Körper. Das, was wir schon erlebt haben, das ist Vergangenheit. Auch all das, was in früheren Leben wir erlebt haben. Das ist Ketu, die absteigende Mondknoten, und das hast du hier im Widder. Und das sind Themen mit Kindern oder Kindheitsthemen, die Bezug zum Elternhaus, wie meisterst deine Kindheit. Aber bedeutet auch deine schöpferische Energie oder deine Lebensfreude, all das, was diese Talente hast, was im früheren Leben vielleicht nicht verwirklicht hast,
Und da hast du deine Talente, Fähigkeiten, deine schöpferische Kraft und deine Kreativität. Und der Drachenkopf ist hier im Waage. Und das heißt, das, was du hier lernst. Erstens die Waage-Themen, die Liebe, Partnerschaft, Leben und Kunst, Kreativität verwirklichen. Dann innere Gleichgewicht, die Ruhe finden, die Harmonie, etwas in Harmonie zu bringen. Und vor allem kommt noch die 11. Lebensbereich dazu, diese Thematik, deine Wünsche zum Leben, daran glauben. Und das sind die karmischen Wege und das kennst du noch nicht. Das, was du lernst, was deine Seele braucht, deine Seele hat diesen Weg ausgesucht. Und die Seele sucht auch, geht auf die Suche und das findest du hier. In indischen Astrologie gibt es auch Mondhäuser und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Dein Aszendent ist im Schütze und dieser Mondhaus heißt Mula, übersetzt bedeutet Wurzel. Du brauchst dieses Gefühl zu haben, hier bin ich angekommen, hier fühle ich mich verwurzelt, verankert. Das gibt mir Halt, Sicherheit, Stabilität. Es sind für dich Grundbedürfnisse. Sonne befindet sich in Fischen, hier. Und dieses Mondhaus heißt Revati, das ist die letzte Mondhaus und das bedeutet zum Ende kommen. Einen krönenden Abschluss bringen an etwas. All das, du vorhast, ist wirklich bis zu Ende, nicht aufgeben, sondern das zu Ende bringen. Mond befindet sich in Skorpion und hier im Skorpion, dieser Mondhaus heißt Ieshta. Ieshta war die älteste Frau von den 27 Frauen des Mondes. Das heißt, dazu gibt auch eine Geschichte, Chandra, der Mond, verliebt sich an Rohini und macht einen Heiratsantrag. Rohini also ist eine jugendliche Schönheit im pubertierenden Alter, könnte man sagen, symbolisiert die Morgenröte. Und der Mond macht einen Heiratsantrag und die zukünftige Schwiegervater dann sagt, ja, du darfst doch meine Tochter heiraten, aber du musst ihre Geschwister auch heiraten. Und das waren 27 Frauen und Mond heiratete alle Frauen und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen. Und Ieshta, wo dein Mond ist, ist die älteste von diesen 27 Frauen. Aber Ieshta ist keine alte Frau, sondern Ieshta ist die Weise. Die Weise, wo immer Anerkennung bekommt und Ansehen bekommt, Respekt bekommt von allen anderen. Jeder bewundert ihn wegen ihrer Erfahrungen, ihrer Weisheit. Und das ist dein Mond, Energie, das sagt auch deinen Gefühl. Mars befindet sich im Steinbock und dieser Mondhaus heißt hier Shravana und bedeutet übersetzt Adler. Und Adler heißt, einen Überblick zu haben. Und du sollst über deine Finanzen immer einen Überblick haben, einen Weitblick. Wie geht das weiter? Was ist mein Plan? Was kann ich verbessern? Und hören. Also das bedeutet, dieser Mondhaus auch zuhören. Nicht anderen zuhören, sondern deine inneren Stimme. Das ist Intuition. Intuitiv kannst du die Finanzen verbessern. Merkur befindet sich im Widder und Mondhaus heißt Ashwini und das ist Heilung. Heilung, du brauchst eine Heilung und das sind Kindheitserinnerungen. Ashwini vermittelt dir aber Heilenergie. Du hast Heilenergie. Und das kannst du beruflich auch machen, weil deine Jungfrau steht hier in Berufung, hat auch mit Heilung was zu tun. Jupiter befindet sich im Waage, hier.
Dieses Mondhaus heißt Chitra und das heißt inneren Gleichgewicht oder etwas ausgleichen. Du brauchst die Balance und Jupiter ist das Glück. Du hast Glück im Leben, wenn du immer im inneren Gleichgewicht bist. Dieses Mondhaus wird von Spica bestrahlt und diesem Stern im Himmel bedeutet die Weizenehre der Jungfrau. Das ist im Grenzbereich zwischen Jungfrau und Waage und hat einen Einfluss zu beiden Tierkreiszeichen. Und das bedeutet, alles, was du ausgesät hast, vielleicht im früheren Leben, das wirst du auch ernten. Aber geduldig sein, bis diese Ernte da ist. Venus befindet sich im Wassermann hier und dieses Mondhaus heißt Shatabisha und übersetzt bedeutet das 100 Ängste oder 100 Glück. Und das heißt, wenn du Angst hast, dann hindert dich, dich zu behaupten anderen gegenüber und werft dich zurück als Frau oder in die liebe Partnerschaft. Obwohl in diesem Bereich, im Wassermann, in dieser Umgebung sind ganz, ganz viele Glückssterne. Shatabisha heißt auch 100 Glück. Also wenn du deine Ängste loslassen kannst, ist die Glück sofort da. Saturn ist hier im Schütze. Dieses Mondhaus heißt Mula, das heißt Wurzel, verwurzelt zu sein, verankert zu sein und Saturn sein. Das gibt dir die Struktur, auch die Lernaufgabe, wie wichtig das für dich ist. Uranus ist hier im Krebs, im Mondhaus Bushia und das zeigt ein Feingefühl im richtigen Augenblick im richtigen Ort zu sein. Dieses Feingefühl, wann soll ich handeln, wann soll ich lieber zurückhaltend sein. Höre auf deine Intuition. Neptun in Waage hier. Neptun lässt die Träume leben. Dieser Mondhaus heißt Swati. Das kommt von Sanskrit und bedeutet übersetzt Sva, selbst, und Ati, deine Seele. Kümmere um dein Selbst, kümmere um deine Seele. Und dieser Mondhaus wird bestrahlt von Kreuz des Südens. Es ist ein Sternbild im Himmel und das ist im Südhalbkugel sichtbar. Und hier bei diesem Sternbild, das Kreuz des Südens, befindet sich den Südpol. Und Südpol dient zum Orientierung. Und hier handelt sich um deine Träume und Wünsche. Du brauchst Orientierung. Außerdem, dieses Sternbild steht in Verbindung zum Religion, zum Glauben und Spiritualität. Rahu ist im selben Mondhaus. Also hier hast du den karmischen Weg, das, was deine Seele auch sucht. Pluto im Löwe, hier, befindet sich im Mondhaus Makha. Und das wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist eine von den königlichen Sternen, der Stern der Könige, der Herz der Löwen. Also wichtig ist, dass du diese Reise machst, diese spirituelle Reise, dein Herz öffnen, auf dein Herz hören, wie ein Schatztruhe, das öffnen. Was ist alles drin? Was liebst du? Berufung, Hobby, Kinder, Natur, Kunst, Sport oder liebe Partnerschaft. All das, was du liebst, all das, was ein Herzensangelegenheit ist, ist deine Reise. Und Pluto sagt alles oder nichts, entweder das oder gar nichts. Klare Aussage. Ketu, hier diese Mondknoten, was die alte Karma symbolisiert, ist auch im Ashwini Heilung. Bedeutet das, entweder hast du Heilenergie noch von früher und hast du diese Lebenserfahrungen schon gemacht, dass du da auskennst mit Heilung, das würde ich auch behaupten, oder du brauchst Heilung, all das, was du in früheren Leben erlebt hast, aber das hat gar nicht mit Liebe, Partnerschaft zu tun, sondern das hat mehr mit deiner Kindheit zu tun. Die Verbindungen. Venus wirft einen schönen Blick auf dein Aszendent und damit verleiht dir deine Weiblichkeit, diese Auftreten, dass du auch als Frau wahrgenommen bist.
Merkur, Venus steht auch in einer schönen Verbindung und das verleiht dir eine jugendliche Aussehen als Frau. Sonne, Mars steht auch eine schöne Verbindung und das bedeutet, du hast auch die Kraft, vielleicht sogar eine Unterstützung von deinem Vater oder einer männlichen Person unterstützt. Die Sonne ist männlich, symbolisiert der Vater, Mars ist männlich, symbolisiert der Partner und das steht in einer schönen Verbindung und Venus, genau, Venus wirft einen schönen Blick auf den beiden Mondknoten. Venus bestrahlt Ketu, Venus bestrahlt Rahu, sehr schön und das heißt, du hast ein gutes Karma und das lebst du als Frau oder deine Kreativität, deine künstlerische Begabung, dein Schönheitssinn oder erlebst du dieses Glück in die Liebe, Partnerschaft. Dann kommt noch hier die tibetische Astrologie dazu. Das soll ein Hund sein. Die Bilder sind nicht so nach meinem Geschmack gemacht, aber das hat so viel Symbolik, deswegen arbeite ich gerne mit diesen Karten auch. Was du außen präsentieren sollst, das ist die Erde-Element und Holz-Element und das bedeutet, konzentriere auf die wesentlichen Gründe etwa, sei aber geduldig, das ist ein langsames Wachstum, aber du brauchst Sicherheit, Stabilität, Struktur. Du hast immer wieder mal Einflüsse von außen und das sollst du meisterhaft bewältigen. Entweder sind das gute Einflüsse, dann nimmst du das dankbar, mit Dankbarkeit an. Wenn das störend ist, dann musst du diese Unterscheidung haben. Brauchst du oder brauchst du nicht? Hilft das oder stört dich das? Also so kannst du das alles meistern. Und hier, dieses Symbol bedeutet, du bist tüchtig, fleißig, zuverlässig, auch freundlich, bist du ein guter Ratgeber, bist du auch beliebt bei Menschen, zeigst auch Treue. Materielle Dinge sind wichtig, bist auch sehr kämpferisch und du sitzt hier auf dem Metallelement und das bedeutet, du sollst einiges bereinigen in dein Leben und so kannst du etwas Neues aufbauen und das ist hier die Holzelement und das ist dieser langsame Wachstum. Und deine Glückszahl ist die Zahl 3 im Wasserelement und das bedeutet, wenn du dein Denken, Fühlen in Harmonie bringst, dann kann was Neues entstehen oder wenn du die richtigen Verbindungen hast. Aber das sollst du auf dein Gefühl hören, weil deine Intuition sagt dir, ob das richtig ist oder nicht. Dann kann daraus auch was entstehen und damit hast du auch Glück. Der Fokus in dein Leben ist, wo du konzentrieren sollst. Das ist die Vergangenheit und das sollst du bereinigen. Da brauchst du, da klärt sich etwas auf. Und dein Schicksalszahl ist die Zahl 9 im Feuerelement. Und das heißt, wenn du in deine eigenen Grenzen stoßt oder jemand versucht, dich einzuschränken, dann nicht davonlaufen, nicht aufgeben, sondern weitermachen. Dann brauchst du die Feuerelement, dass das aktiv ist, dass du dich durchsetzen kannst, dass du dich behaupten kannst. Und das ist deine Kraft. Du brauchst dann, das steht Feuerelement schon mit Widder oder mit Mars-Energie auch in Verbindung. Natürlich auch mit Schütze und das hast du als Aszendent, dass du deine Persönlichkeit zeigst und so kannst du dich behaupten. Liebe Bernira, so könnte ich dein Horoskop erklären. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.